Wir haben die letzten Jahre viel über Migration diskutiert und da ist einiges durcheinander gekommen. Richtig ist, wir müssen klar trennen, wer braucht unseren Schutz, wen wollen wir einladen in unsere Gesellschaft und auf den Arbeitsmarkt und für wen gilt weder noch. Das gehört im Rechtsstaat auch dazu. Genauso richtig ist aber, in der zweiten Gruppe, wen wollen wir einladen auf unseren Arbeitsmarkt, wen wollen wir einladen, Teil unserer Gesellschaft zu werden, da müssen wir in Deutschland viel besser werden. Jetzt haben wir endlich das sogenannte Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Deutschen Bundestag und eine gute Nachricht gibt's: Die Union hat sich endlich von ihrer Lebenslüge verabschiedet, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Das war schon immer Bullshit, denn schon vor 400 Jahren kamen die Hugenotten nach Deutschland, Anfang des Jahrhunderts kamen viele aus Polen ins Ruhrgebiet und seit dem Zweiten Weltkrieg ganz viele sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei, aus anderen Ländern und sind Teil unserer Gesellschaft geworden. Wir Freie Demokraten waren immer schon der Meinung, natürlich ist Deutschland ein Einwanderungsland und das ist auch großartig so. Für uns zählt nicht, woher jemand kommt, sondern für uns zählt, wohin er mit uns will. Und mit neuen Köpfen kommen auch neue Ideen und die brauchen wir auch in Zukunft und zwar in großer Zahl. Heute schon haben wir enormen Fachkräftebedarf, von der Pflege bis zu Handwerksunternehmen. Viele suchen händeringend nach Mitarbeitern. Und VW baut Entwicklungszentren für autonomes Fahren auf. Und wo? Eins an der amerikanischen Westküste und eins in China. Und warum nicht in Deutschland? Weil es hier nicht genug IT-Fachkräfte gibt. Das müssen wir durch Bildung lösen, aber dafür brauchen wir eben auch mehr gesteuerte Einwanderung. In den letzten Jahren hatten wir Einwanderung, auch vor der sogenannten Flüchtlingskrise. Aber die kam immer aus der Europäischen Union. Und das Problem ist, darauf sollten wir uns in Zukunft nicht verlassen. Warum? Weil Europa insgesamt ein alternder Kontinent ist, nicht nur Deutschland. Das heißt, wenn bei uns die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, wird es auch weniger Einwanderung aus Europa geben. Die gute Nachricht ist also, endlich sind sich alle vernünftigen Parteien einig, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Die schlechte Nachricht ist, ein modernes Einwanderungsgesetz ist es nicht, was die GroKo uns da vorlegt. Und das sagen sie auch selbst. Sie rechnen mit 25.000 Fachkräften zusätzlich pro Jahr. Aktuelle Studien sagen, wir brauchen aber mindestens 200.000 pro Jahr. Das reicht hinten und vorne nicht. Einer der besten Migrationsforscher in Deutschland hat bei der Anhörung zu dem Gesetz gesagt, also das sei ja ganz nett, aber ein großer Wurf sei es nicht. Den müssten wir dann in einigen Jahren angehen. Wir meinen, lasst uns doch jetzt mutig sein und wirklich ein modernes Einwanderungsrecht schaffen, so wie uns das etwa Kanada oder Neuseeland schon lange vormachen. Wir sagen, ein großer Wurf, das wäre ein einfaches und übersichtliches Zwei-Säulen-System. Einerseits die Blue Card, die gibt es heute schon für wenige Leute, da funktioniert sie super, aber zum Beispiel für nicht-akademische Fachkräfte ist sie gar nicht nutzbar. Das sollten wir öffnen. Von der Blue Card ist im Gesetz der Großen Koalition gar nicht die Rede. Und die zweite Säule, ein Punktesystem. Das ist das, was uns von anderen Einwanderungsländern unterscheidet, was überall dort, wo Einwanderung gut funktioniert, erprobt ist und das wir auch endlich in Deutschland brauchen. Wenn man sich die Industrieländer mit relevanter Einwanderung dann anschaut, dann stechen drei besonders heraus. Da ist die Einwanderung besonders stark arbeitsmarktbezogen aus Drittstaaten. Das heißt in anderen Worten, die sind besonders gut im globalen Wettbewerb um Talente. Kanada, Australien, Neuseeland. Und was haben alle drei Staaten gemeinsam? Genau, die haben ein Punktesystem. Und das wollen wir auch für Deutschland. Das Punktesystem ist erfolgreich und es ist auch einfach. In Neuseeland zum Beispiel kann man in wenigen Minuten online auf einer Website feststellen, darf ich einwandern oder nicht. Das ist ein überlegenes System im globalen Wettbewerb um die klugen Köpfe. Das wäre ein modernes Einwanderungsrecht. Und dann brauchen wir auch moderne Behörden. Heute ist es oft einer der größten Flaschenhalse, sich den Berufsabschluss anerkennen und einstufen zu lassen. Und dafür sind teilweise 16 unterschiedliche Behörden, teilweise noch mehr in den Bundesländern zuständig. Wir sagen, wir brauchen eine bundesweit einheitlich zuständige Stelle für jeden Beruf. Das wird es enorm erleichtern und beschleunigen. Und alle Behörden müssen sich zuständig für das Thema fühlen. Wenn man heute als IT-Fachkraft zum Beispiel aus Indien nach Deutschland einwandern will, kriegt man bei der Visastelle nicht mal einen Termin. Das kann so nicht bleiben. Das war unser Vorschlag für ein modernes Einwanderungsgesetz nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer. Wenn du mehr Infos willst, schau in die Videobeschreibung und wenn du Fragen hast, schreib sie mir in die Kommentare.